alles sieht wieder schön aus, außer unser Haus. Müsst ihr euch so vorstellen, da vorne ist Pförtnerhaus, sieht schön aus, sieht schön aus, sieht schön aus, Haus. Da, wo wir drin wohnen. Wir sind sowas von geizig. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ihr seht schon, mein lieber Harry hier, der schläft hier und wir haben enorme Fortschritte wirklich gemacht. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne mit bei dem Server hier mitmachen. Jetzt ist genug Platz, jetzt rufe ich es auch aus, denn so schaut hier der Server auf. Ihr könnt gerne mitmachen, ne? Und ja, baut halt nicht zu nah an uns dran, ne? Das wäre tippidobbi, ne? So heißt der Server, könnt ihr einfach suchen hier bei Play Game. Und hier könnt ihr es bei Community einfach eingeben, den Server. Und dann findet ihr den auch. Müsst euch aber auch an die Regeln hier halten und. Und es sollte auch klar sein. Und ja, wie gesagt, könnt ihr gerne... Das Licht hier strahlt in mein Face. Könnt ihr, wie gesagt, gerne mitmachen. Ja, hau erstmal hier runter. Und ja, ihr seht schon... Es hat sich so unglaublich viel hier getan. Vor allem das Feld, was wir hier haben. Mein Kollege hat schon gesagt, Alter, wenn du mal die Chance hast, flieg mal über die Base drüber. Das machen wir heute. Weil die ist angeblich schon riesig. Und ja, wo fange ich denn jetzt am besten an? Hier unser kleines bescheidenes Heim. Da haben wir was getestet, ob das noch geht. Geht leider nicht mehr. Wir wollten nämlich 10.000er Stapel von Holz, Eisen und Co. machen. Hätten wir uns ein bisschen Arbeit erspart, aber das ging leider nicht. Und ja, mittlerweile haben wir jetzt hier zwei solcher Automaten hier stehen, wo unsere Basis sozusagen am Leben halten. Eine, wo jetzt quasi hier einmal quer rum um die Basis geht als Mauer. Und als Mauer und ich glaube sogar als die Gebäude da vorne. Und einmal hier der Automat, wo hier unsere Base hält. Und hier die Gebäude hier so, ne? Und ja, das ist jetzt nicht mehr ganz so teuer für das jeweilige. Und hier kriegen wir dann auch mehr rein. Also wir brauchen jetzt zwei solche Automaten, dass hier wir das einigermaßen schön unter die Decke kriegen. Das Schöne ist auch, ihr seht, lecker Schmecker. 4300 irgendwas Schießpulver. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Mein Freund. Alles gut, okay. Und ja, ich fange mal an hier mit der Tour. Das Gebäude hier, wo wir drin wohnen, das kommt zu guter Letzt dann. Also jetzt geht die Sonne, jetzt verpisst sich wieder die Sonne. Ei. Gibt's nicht. Und ja, ich könnte auch mal hier... Das ist fürchterlich. Also mit den Lichtverhältnissen hier dauert bei mir das ist fürchterlich. Wir fangen mal hier an. Also das hier ist unser Hauptgebäude. Da, das ist noch gar nicht im Bau. Das kommt noch. Hier kommt ein schön großer Turm hin. Und dann läuft die Sache hier. Wie gesagt, da kann ich noch nichts weiter dazu sagen. Ihr seht schon, wir bauen hier um den Turm herum überall Windmühlentürme hin, dass wir überall genug Strom haben. Hier vorne rechts haben wir hier unser schönes Gewächshaus. Da kommen die ganzen Felder, wo aus Holz sind, da kommen schon überall dann solche... Ach, wie heißen das? Felder hin. Und die pflanzen wir immer. Und das wird hier auch noch schön ausgebaut. Dann kommen wir hier rüber. Pow. Hier ist dann das schöne Lager. Wir haben hier auch schon ein bisschen versucht, den Boden hier auszubauen. Da lagern wir alle möglichen Sachen ein. Also wirklich alles. Außer Essen tun wir direkt in unsere Hauptbase hier einlagern. Aber Samen tun wir hier rüber direkt lagern. Und Eisen tun wir direkt in die Schmelzen rüber, beziehungsweise Eisenerz und Sulfurerz und alles, was wir schmelzen müssen, tun wir hier direkt rüber. Dass wir ja genau an den Punkten, wo wir die Sachen brauchen, auch direkt haben. Und was hier hinkommt, das wissen wir selber noch nicht so ganz. Hier drüben, das habe ich jetzt schon ein bisschen angeteasert, ist unsere geile Schmelze. Die sieht wirklich von außen sehr gut aus. Alles sieht wieder schön aus, außer unser Haus. Müsst ihr euch so vorstellen, da vorne ist Pförtnerhaus, sieht schön aus, sieht schön aus, sieht schön aus, Haus. Da, wo wir drin wohnen, wir sind sowas von geizig. Und ja, hier haben wir jetzt drei Schmelzöfen. Da haben wir jetzt echt gut schon was weggebraten.
Wir haben hier dann eine Refinerie. Da bauen wir noch eine Refinery hin und dann geht das auch hier klar. Hier oben haben wir auch noch ein halbes Obergeschoss. Hier geht es dann nach oben. Und hier haben wir dann auch noch mal ein kleines Lager, was halt für die jeweiligen Sachen hier von Bedeutung ist. Und ja, wir gucken mal raus. Mach hier mal die Tür wieder zu. Dann haben wir das hier oben. Dann geht es hier wieder runter. Hier fehlt noch eine Treppe, die wir platzieren müssen. Nicht wundern, warum das so ist. Das haben wir so gemacht, dass das da hier, na, das hier, wo ich drauf springe, und das hier getrennt ist. Die kann man ja nicht fusionieren miteinander, weil das ja zwei verschiedene Automaten hier sind. Na, die kann man nicht so fusionieren. Deswegen haben wir da so einen kleinen Tricks gemacht. Und jetzt können wir schön bequem rüberlaufen. So, hier haben wir dann unseren Geilo-Pool. Yay! Oh, schön. Unglaublich. Ihr werdet lachen. Ratet mal, wie viel Wasser da in dem Pool ist. Ich würde jetzt bestimmt sagen, war schon sehr viel. Also schon ein paar tausend Liter, ne? 2000 Milliliter. Also 2 Liter Wasser sind da nur drin. In dem Pool. Schaut mal, wie tief das ist. Ich beschwere mich nicht, ne? Habe ich leichter, das hier wieder nachzufüllen, aber egal. Ja, hier unser Pool, dann hier unser Helikopterlandeplatz. Hier steht er auch schon drin. Unser schöner Helikopter, hat er schon Leben verloren? Ah, der hat schon ein bisschen Leben verloren. Da muss ich aufpassen. Dann machen wir dann später mal einen Überflug über die Basis. Bitte betet, dass ich nicht abstürze. Und ja, hier haben wir unsere schönen Doppeltore. Das ist alles sicher gemacht, dass wir hier durchkommen. Dann haben wir hier links unsere Pferde-Ranch. Also hier hauen wir unsere Pferde rein, wenn wir Pferde haben. Und hier links hauen wir unser Auto rein. Sollte genug Platz hier sein zum Wenden. Auch eine schöne Sache. Dann hier ist das Vordereingang. Hier haben wir auch schon ein bisschen versucht, die Sachen auf Metall hochzubauen. Das machen wir auch. Die untere Ebene machen wir aus Metall, die obere aus Stein oder Holz. Mal gucken. Wahrscheinlich aus Stein vielleicht sogar. Und ja, dann gehen wir da mal hier weiter. Hier oben haben wir eine Dropbox hingeknallt. Hier kommen wir dann in die Türme. Sorry, hier ist noch offen. Das wird natürlich noch zugemacht. Dass man hier dann hochkommt. Und ja, hier ist dann nochmal hier so ein kleines Obergeschoss. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen höher. Wie gesagt, ist alles noch ein bisschen provisorisch hier gebaut. Hier ist dann der zweite Automat. Der hält auch ein paar Tage. Und ja, Scheinwerfer. Kann nicht wundern, warum hier Türen platziert sind. Hier wollen wir dann Scheinwerfer hin platzieren, dass wir dann alles beleuchten können. Und ja, hier kommt man dann raus zur Mauer. Und die Mauer ist wirklich riesig. Ihr seht schon, da brauchen wir 1, 2 Minuten, um mal um die ganze Base hier rumzukommen. Ja. 3 Jahre später. Und ja, das ist schon schön. Als nächstes, was wir noch bauen wollen, weil wir sind ja in der Nähe von hier Oil Rig. Und hier spawnt auch immer das Schiff. Da wollen wir uns jetzt hier noch einen Hafen bauen. Also wir wollen dann hier rechts, ich glaube, oder haben wir gesagt, ich weiß nicht mehr wo genau, also jedenfalls da, wo es Richtung Wasser geht, hier irgendwo in der Nähe nochmal einen Steg rausbauen und dann da ein Fischerhäuschen oder so ähnlich bauen. Und ja, das wird dann richtig geil und dann können wir den Tanker immer abfangen, den Frachter, weil der hat guten Loot immer dabei, den können wir dann schön abfangen. Wir haben halt echt einen guten Vorteil, dass wir hier eine Wasserquelle haben. Da können wir direkt das Wasser vom Fluss rauspumpen und müssen es nicht vom Himmel mit Regenfängern fangen. Denn die Regenfänger, die sind halt wirklich scheiße. Vor allem in der Wüste, stellt mal da einen Regenfänger auf. Ihr seht, der rentiert sich voll. Und hier so ein Fluss, das ist lecker Schmecker. Und ja, ihr geiert jetzt wahrscheinlich schon alle drauf. Alter, flieg doch endlich. Wir wollen sehen, dass du abstürzt. Ich will nicht abstürzen. Oh Gott, das wird unser Ende. Mein Ende. Wenn er das rausfindet, bin ich tot. Wir nehmen hier mal ein bisschen Sprit mit.
Dann, was brauche ich noch? Metal Fragments, die brauchen wir auch noch. Zum Reparieren. Betet, dass ich nicht sterbe. Denn ich habe keinen Bock zu sterben. Und ja, hier kommt ein schön hoher Turm hin. Mit Aufzüge natürlich, so wie wir es bei der letzten Basis hatten. Und ja, Strom werden wir ordentlich generieren und brauchen. Vor allem nachts, wenn wir unsere ganze Basis ausstrahlen. Und ja, bitte lass mich nicht sterben. Das Ding hatte nur noch 400 Leben. Es sollte doch normalerweise repariert werden, wenn ich drauf hau, oder? Ja. Ich glaube, jetzt ist es Gorns. Ja. Oh Gottes Willen. Ich stelle mal kurz mal meine DPI von der Maus runter. Auf sehr wenig. Uff, ist das langsam. Ihr seht schon, ich kann kaum noch meine Maus hier bewegen, aber das müssen wir machen. Bitte. Bitte, dass wir überleben. Sonst müsst ihr alle nachsitzen. Ja? Bei Herr Rugenwehr. Ups, falscher Sitz. So. Aha! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ah, ich weiß nicht mehr, wie ging das? So, okay. Wie konnte ich nochmal... Achso, Leertaste war aussteigen. Okay. Leertaste aussteigen. War Shift. Hä? Ich rall jetzt gerade irgendwie nicht. Wie konnte ich fahren nochmal? Steuerung war runter auf jeden Fall. Ah, okay, okay. Ich hänge hier irgendwo. Hier, push. Wir hängen ein bisschen in der Mauer drin. Es wird jetzt eh gerade dunkel. Ich würde sagen, wir warten mal, bis Tag ist. Oh, bitte, lieber Gott, lass mich nicht abstürzen. Wie konnte man mit dieses Teufelsgerät fahren? Welche Tastenkombination war das? W war es nicht. Es geht runter. Steuerung. Ah ja, Steuerung drücken und vorwärts W drücken. So war das. Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Warum bin ich so schnell? Hilflos, Jesus. Bitte, bitte lass mich nicht abstürzen. Da, die, da, du, dumm. Da, die, da, du. Steig noch 2-3 Meter. Wie war das jetzt? Nicht Leertaste drücken, Alt drücken. Seht euch mal diese Basis an. Das ist doch Crank, Alter. Wir fliegen mal ein paar Meter vor. Ich will mal gucken, wie es aussieht, wenn ich hinfliege. Bleiben aber schön weit oben. Und wir beten mal, dass der böse andere Helikopter nicht kommt. Ach, bitte lass ihn nicht kommen. Ich kann es ja eigentlich. Ich kann es ja eigentlich. Das Fliegen in Rust ist ja eigentlich nicht schwer. Man verfällt halt voll leicht in Panik, Alter. Nicht euer Ernst. Jetzt kann ich verstehen, warum so viele Helikopterpiloten bei uns immer mal blöd gucken, wenn die plötzlich das sehen. Wenn es sich so langsam eine riesige Basis aufbaut. Und die ist ja noch lange nicht fertig. Gott bewahre, nein. Noch lange nicht. Das ist ja jetzt erst Woche 1. Und Alter, seht euch das da mal an. Seht euch die Base mal an. Das ist doch krank. Seht doch mal, wie riesig das ist. Alter. Alter, ist das geil. Das ist echt geil. Wie riesig die Base hier ist. Donnerwetter. Alter, seht euch das mal an. Und wir haben noch richtig viel Platz. Wir können noch richtig viel reinbauen.
Wie gesagt, die Base ist... Oh, nicht abstürzen. Ist noch lange nicht fertig. In der Mitte kommt ja noch der riesige Turm hin. Dann, was haben wir ja? Gewächshaus haben wir. Das Lager wird natürlich auch noch weitergebaut. Die Schmetzer haben wir auch schon soweit fertig. Und wir haben eigentlich schon einige Sachen hingebaut. Ich glaube, ein Gebäude fehlt. Ah ja, das Bootshaus wollen wir noch hinbauen. Das habe ich jetzt vergessen. Das kommt nach da unten in die Richtung noch. Aber das ist echt so geil. Ich mache mal hier einen Rundflug, ohne abzustürzen. Bitte, bitte, lasst mich nicht abstürzen. Deswegen singe ich so cool. Amen. Alter, das ist doch echt hier nice. Also, das ist echt geil. Bloß nicht ins Wasser stürzen. Bloß keine Leertaste drücken. Ich muss meinen Finger schon anheben. Das ist doch, ist echt schon geil. Also, ich kann mich nicht beschweren. Also, ich glaube, die ist schon geil. Schreibt mal bitte auch in die Kommentare, was wir vielleicht noch beachten sollten bei der Base. Was wir... Gas, Gas, Gas! Was wir machen sollen, ich will nicht mehr fliegen. Ich will nicht der Erste sein, der den Helikopter versenkt. Und ja, vielleicht sollte ich auch auf der anderen Seite eher fliegen, weil hier sehr viele gefährliche Windräder sind. Das ist wirklich aber eine geile Base. Also ganz ehrlich, mir gefällt es vor allem. Da passt unsere andere Base zweimal rein. Würde ich mal schätzen. Das ist geil. Okay, okay, jetzt drehen wir hier vorne schön. Bremsen, 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 bremsen. Und schön sanft wenden. Schön sanft wenden. So. Jetzt schön langsam hinfliegen. Wir haben alle Zeit der Welt. Auch ihr. Ich weiß, ihr wollt mich abstürzen sehen. Ihr kleinen Schlawiner. Aber ich bin Profi. Ich habe viel gelernt. Ich habe zwar nicht mehr Flugstunden seit letzten Absturz, aber... Das geht schon. DPI klärt. Noch einen Meter vorfliegen. Landen wir genau auf dem H. In Third Person wäre das vielleicht minimal noch einfacher. Aber gelandet. Ihr kennt mich ja, ihr könnt mich auch Captain Rugen mehr nennen. Ja, einmal geflogen, denkt ihr euch, der Trottel, und schon denkt er, er wäre beste Pilot 2021. Ja, krasse Maschine. Okay, jetzt müssen wir das komische Teil noch. Steuerung und Gas. Oh, lala. Können wir rückwärts auffahren? Ja, können wir auch. So, kann ich Alt auch noch drücken? Oh, das ist eine Gönnung. Aha, rückwärts einparken. Wupp, wie gelernt. Ah, nicht abheben, nicht abheben! So, und wieder vorfahren. Perfekt, hallo. Maschine, ey. Okay, gleich mal hier den View wieder raus tun. Boah, wie viel Sprit habe ich da rein? Haben wir jetzt so viel gebraucht? Was wird in der Anzeige angezeigt? Wie voll ist das? Voll. Das ist keine genaue Anzeige. Wenn man überlegt, dass das von dem Storage hier 500 das Maximale ist und da immer noch voll drauf steht. Ja, wenn jetzt immer noch voll drauf steht. Ne, jetzt ist leer. Was ist, wenn ich da... Wenn bei 5 immer noch voll drauf steht. Nein. Wann steht voll drauf? Ab wann? Ab 100 oder 64? Ist dann ein bisschen voller? Ah, 64 ist schon halb voll. Okay, also wahrscheinlich ist 100 voll. Schätze ich mal grob. Wenn ich hier jetzt mal hier 100 nehme. So. 100 ist voll, oder wie? 100 ist voll. Wow. Warum ist nicht 500 voll? Da steht kein Schwein. Dann weiß man, aha, 500 drin, voll. Schöne Sache. So denkt man so, naja, ist voll, komme ich ja weit. Dann fliegt ihr 5 Millionen Meilen, seid am anderen Eck der Map, wollt wieder zurückfliegen und merkt mittendrin, oh, kacke. Das reicht nicht mehr annähernd. Also das verstehe ich nicht so ganz. Aber egal.
Schön, war erster schöner Flug. Ich bin eine krasse Maschine. Und ja, ich hoffe, euch hat es für diesen kleinen Ausblick hier jetzt soweit gefallen. Ich bin nicht abgestürzt. Auf die Schulter schnell mal klopfen. Und ja, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu der Base hier meint. Da üben geht ein Airdrop runter, aber ich glaube, der wurde angefordert. Aber egal. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und bis dahin bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.